Ja, moin und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir und ich bin heute mal wieder am Start mit einem erneuten Video für euch. Denn Leute, ich habe richtig geile Neuigkeiten, Dinge, die euch definitiv gefallen werden und seit einer Woche oder seit zwei Wochen ist ja wieder das Gerücht rumgegangen, dass das Driftboard wiederkommt und so weiter. Und was es damit auf sich hat, Leute, das klären wir gleich. Lasst jetzt schon mal ein Abo da, natürlich auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts zu verpassen rund um Fortnite. Gerne auch meinen Credit Stack abchecken, METE-8 ist komplett kostenlos für euch. Wenn ihr euch etwas im Shop kaufen möchtet, wie gesagt, einfach Credit Stack angeben. METE-8, ihr könnt es eh einmal machen und Leute, ihr müsst dafür nichts zahlen, es ist für euch komplett kostenlos. Wenn ihr euch eh einen Skin kaufen möchtet, dann tragt ihn gerne ein und unterstützt mich. Da würde ich jetzt mal sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Ja Leute, es soll nämlich einmal um das Driftboard gehen in Fortnite. Lang wurde es erwartet, es wurde auch schon angekündigt, Epic Games hat dann das Update wieder zurückgezogen, dann haben sie das komplett aus dem Spiel entfernt, dann haben sie da noch einige Sachen geändert und Leute, es ist bald soweit. Es ist wirklich bald soweit. Ich gehe davon aus, dass es morgen soweit ist, denn Epic Games hat etwas angekündigt. Ihr seht es schon in den Neuigkeiten, kostenloser Battle Pass gefährlich, Fragezeichen. Denn ihr kriegt einen kostenlosen Battle Pass, wenn ihr die ganzen Herausforderungen macht. Dann neu in Ungnade fallen, ein neues Set. Plus demnächst Glanz und Gloria, Mobilitätsstil, Fingerspitzengefühl, verpasst dem Spiel eure eigene Note mit dem neuen und limitierten Driftboard. Ja Leute, ihr habt es richtig gehört mit dem Driftboard und das Driftboard wird morgen höchstwahrscheinlich in das Spiel reinkommen. Richtig geile Aktion, also Epic Games, ihr habt es endlich wieder geschafft. Ich habe zwar keine Ahnung, was erneuert wurde oder was geändert wurde oder sonst irgendwas, aber sie haben es tatsächlich geschafft, dieses Driftboard endlich in das Spiel mit reinzubringen oder zumindest morgen. Das Einzige, was mich so ein bisschen, zum Nachdenken bringt, ist, dass da steht, mit dem neuen und limitierten Driftboard. Also es ist ja eigentlich ein normales Driftboard, was ja eigentlich ein Fahrzeug sein soll im Spiel, aber da steht limitiert. Und deswegen denke ich einfach mal, es ist ein Limited Time Mode, also ein LTM, den wir in Fortnite bekommen werden, so wie ich auch in dem letzten Video schon gesagt habe. Das wird ein Spielmodus, den wir eine Zeit lang haben, den wir auch spielen können ein paar Mal, aber der dann entfernt wird und der dann wieder weg ist. Also ich denke nicht, dass dieses Glanz und Gloria Teil, also das Driftboard, für immer in das Spiel mit reingehen kann oder mit reingenommen wird und ganz normal in dem Battle Royale Modus Solo, Duo und Squad spielbereit wäre. Das denke ich nämlich nicht. Es hat schon was zu bedeuten, dass Limited steht. Und da ja einige Sachen geleakt wurden und in den Gamefights auch schon stand, dass es ein Spielmodus sein wird mit dem Driftboard, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Finde ich es schlecht? Nein, tatsächlich nicht. Ich finde es sogar gut, dass es ein Limited Timeout ist. Dann hat man halt richtig Bock, diesen Modus zu spielen. Ich hoffe, es ist kein unnötiger Modus und kein Drecksmodus und ein cooler Modus. Dann würde ich den absolut feiern. Was es aber im Endeffekt sein wird, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich bin mega gespannt, was es sein wird. Leute, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Erwartet ihr etwas sehr Heftiges von dem Driftboard oder sagt ihr, ja gut, es ist einfach nur ein Fortbewegungsmittel für eine Person in Fortnite und das war's auch schon wieder. Ich persönlich, ich freue mich mega, denn wir haben wieder ein neues Fahrzeug bald in Fortnite. Quadram ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass wir die bekommen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so Season 6 mäßig. Ich glaube Season 6. Aber wie gesagt, ist schon sehr, sehr lange her, dass wir diese Fahrzeuge bekommen haben und seit langem ist halt kein neues Fahrzeug mehr gekommen. Außer das Flugzeug halt. Das ist das letzte gewesen, aber das sehe ich nicht als Fahrzeug. Dann Leute, wie gesagt, alles mal gerne in die Kommentare, ich diskutiere da gerne mit, ich lese auch mir alles durch und ich gebe auch jedem ein Herz, wenn ich es durchgelesen habe. Richtig Ehrenaktion. Ansonsten, wie gesagt, der Shop von heute, extra Käse, ein Hängegleiter für 1200 V-Bucks, ist heute komplett neu. Gönnt euch das Teil, ist auf jeden Fall mega cool, finde ich witzig. Und hier diese MC-Geschichte ist auch neu, also MC-Waffel ist ja jetzt zum zweiten Mal im Shop, der zweite Tag. Und mit dem Soft-Eisbär Rückenaccessoire. Absolut geil, checkt das Ding aus. Und wenn ihr euch etwas kaufen möchtet, natürlich nur mit meinem Crate-Tag. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal gerne ein Like, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.